CERN reaktiviert den größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Zufällig am 8. April. Auf der Suche nach Geisterteilchen öffnet CERN die Tore der Hölle und das APEP-Projekt. Was plant die NASA am 8. April? Die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Shalom zusammen. Dass wir es am 8. April mit einer historischen Sonnenfinsternis zu tun haben, die Orte in den USA wie zum Beispiel Salem, Ninive, Jona, Kleinägypten, Jakob oder Rapture überschatten wird, oder dass der Teufelskomet nach 71 Jahren zurückkehrt, ist kein großes Geheimnis. Doch was hat CERN und die NASA am 8. April für Pläne? Bei CERN in der Schweiz befindet sich der größte Teilchenbeschleuniger der Welt, der einen Winterschlaf hatte und am 8. April auferwacht bzw. reaktiviert wird. So wurde am 25. März folgendes berichtet. LHC-Beschleuniger soll im April wieder in Betrieb genommen werden. Am CERN in Genf erwacht der Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider langsam wieder aus seinem Winterschlaf. Die ersten Kollisionen von Protonenstrahlen werden am 8. April erwartet, wenn alle Tests und Feinabstimmungen der Maschine abgeschlossen sind. Dann können die großen CERN-Experimente mit kollidierenden Protonen ihr Messprogramm wieder aufnehmen. Dass CERN seinen Teilchenbeschleuniger ausgerechnet am 8. April wieder reaktiviert, ist natürlich reiner Zufall. So wie CERN im Jahr 2024 ein großes Jubiläum hat, da CERN 2024 den 70-jährigen Geburtstag feiert. In einem Artikel vom 25. Januar heißt es: Das CERN wird am 29. September 2024 70 Jahre alt. Ein reichhaltiges Festprogramm wird es der Öffentlichkeit ermöglichen, die glanzvolle Vergangenheit des CERN zu feiern und sich mit seiner glänzenden Zukunft auseinanderzusetzen. Das CERN ist auch der Geburtsort des World Wide Web, also des Internets. Derzeit beherbergt das Labor den Large Hadron Collider, den leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger der Welt. Nun, wenn diese Feier zum 70-jährigen Geburtstag von CERN ähnlich abläuft wie die okkulte Zeremonie im Jahr 2016, als man in der Schweiz die Eröffnung des Gotthardtunnel feierte, dann würde mich das nicht wundern. Das CERN-Projekt möchte nicht nur versuchen, den Urknall nachzustellen, sondern ist außerdem auf der Suche nach sogenannten Geisterteilchen. So heißt es in einem Artikel vom 26. März. Auf der Jagd nach Geisterteilchen. Die Europäische Organisation für Kernforschung, CERN, baut einen neuen Superbeschleuniger namens Future Circular Collider, der tausendmal empfindlicher auf sogenannte verborgene Teilchen reagiert als die Geräte, die die Organisation bereits betreibt. Geisterpartikel sind unsichtbar und haben schwächere Verbindungen als die Teilchen, die Wissenschaftler bereits entdeckt haben, was es schwierig macht, sie zu entdecken. Der Future Circular Collider hingegen wird erst 2070 sein volles Potenzial entfalten. Dass die Geisterteilchen als verborgene Teilchen bezeichnet werden, spricht für sich, denn das lateinische Wort für verborgen ist das Wort okkult. Dass CERN ein sehr langfristiges Ziel verfolgt, erkennt man, wie wir gesehen haben, daran, dass man erwartet, das volle Potenzial im Jahr 2070 auszuschöpfen, genau 2000 Jahre nachdem der Tempel Gottes in Jerusalem zerstört und die Juden in alle Welt zerstreut worden sind. Was diesen größten und stärksten Teilchenbeschleuniger der Welt angeht, so fragen sich einige, ob dadurch Paralleluniversen gefunden werden können oder sogar das Tor zur Hölle aufgrund der Gefährlichkeit dieses Teilchenbeschleunigers. So könnte laut einem Artikel vom 6. November 2009 auch etwas aus diesem Tor herauskommen, so wie man glaubt, auch etwas in dieses Tor hindurchsenden zu können. Zusammengefasst ist CERN ein gigantischer und brandgefährlicher Spielplatz, und zwar für Menschen, die versuchen, Gott zu spielen, was schlimme Konsequenzen haben könnte. Doch auch die NASA hat Pläne für den 8. April, wenn es zu dieser einmaligen Sonnenfinsternis in den USA kommt, denn am 28. März wurde Folgendes berichtet. Totale Sonnenfinsternis. NASA schießt 3 Raketen in den Schatten des Mondes. Die NASA wird während der totalen Sonnenfinsternis am 8. April 3 Höhenforschungsraketen in den Schatten des Mondes schießen. Diese Mission, die unter dem Namen APEP bekannt ist, soll Aufschluss darüber geben, wie sich die plötzliche Verdunklung des Sonnenlichts
auf die obere Erdatmosphäre, insbesondere die Ionensphäre, auswirkt. Ob es wirklich sinnvoll ist, ausgerechnet am 8. April irgendwelche Raketen in den Schatten des Mondes zu schießen, sei einmal dahingestellt, doch der Name dieses Projekts, nämlich APEP, ist auf jeden Fall eine schlechte Wahl, jedenfalls wenn wir uns die antiken Gottheiten von Ägypten anschauen. So heißt es. APEP, auf Griechisch auch Apophis genannt, war der ägyptische Gott des Chaos. APEP war das genaue Gegenteil der göttlichen Personifikation der Ordnung. Er nahm die Gestalt einer großen Schlange an. Das antike Ägypten hatte gefühlt früher mehr Götter als Menschen, doch dieses NASA-Projekt am 8. April ausgerechnet auf den Namen des ägyptischen Schlangengottes APEP zu taufen, der für Chaos und Unordnung steht, sollte einem zum Nachdenken anregen. Auch über Satan, den Teufel, heißt es nämlich in Offenbarung 12, Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Now what I'm going to preach you this morning may be one of the most important messages that I've ever preached in all the years. Stephen Hawking, and a theoretical physicist, has warned these people, you are about to open Pandora's box. And once you open Pandora's box, you cannot put back in what came out of that box. Antimatter is a product of this experimentation in CERN, Switzerland. Antimatter is coming from it. Antimatter is so powerful that one man says that one grain of antimatter is the equivalent of 4 atomic bombs that were dropped on Hiroshima. Here we have, in CERN, Switzerland, a huge wheel. Inside that wheel is a Hindu god, and his name is Shiva. Brahma is the god of creation. Vishnu is the god of preservation, but Shiva is the god of destruction. Where they have done this experimentation, strange things are happening, unexpected by the scientist. Paranormal phenomena, they like to call it. Ghosts, all kinds of demonic spirits are beginning to manifest themselves in ways. NASA, they said just a few days ago that by the year 2020, that we will definitely come in contact with aliens, beings from another planet. Now we're talking about scientists. We're too smart for the Bible, we're scientists. Yet this crowd is saying that in just a few years, that they're going to know, that they know that they're going to come in contact with alien beings. I thought to myself, my. There are no aliens out there, folks. Forget that stuff, okay? There's nothing out there. You get into the third heaven, you get into the abode of God. There's nothing up there. All these UFOs, spacecraft, flying saucers, all this stuff, that's all demonic. It's real, but it's demonic. I mean, a deception like this world has never known before. How close could we be to the second coming of our Lord Jesus Christ? How close could we be? How close? The church is asleep, but the Lord's coming back. Wir leben in gefährlichen, spannenden und prophetischen Zeiten, weswegen wir als Christen die Zeichen der Zeit erkennen müssen, sowohl auf Erden als auch im Himmel, damit wir vorbereitet sind auf den Höhepunkt der menschlichen Geschichte, nämlich die Rückkehr des Königs, Jesus Christus. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, abonniert und unterstützt gerne den Kanal, vielen Dank dafür. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott, den Schöpfer, um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Der König der Könige, der Richter der Welt, der Friedefürst, das Passahlamm Gottes und der Sohn des allmächtigen Vaters, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.